Dich gehört, da bist du. Ist eigentlich stärker als der andere, kommt mir vor, oder? Kommt's mir vor. Na gut, das sind jetzt halt auch nur so kleinere Nebengegner, ne? Die da hinten drinnen. Komm ich nicht, da komme ich durch. Nein. Oh. Ah, ist tot. Okay. Ich komme hier gar nicht weiter. Ich höre dich. Du bist wie. Er hat mich auch gesehen, aber wo ist er? Warte mal, hier irgendwo lag er jetzt noch. Irgendwas? Oder habe ich das mir gerade eingebildet? Kann auch sein, dass ich mir das mal wieder eingebildet habe. Ich glaube, die sind hier hinter, die Viecher. Ach, da ist er! Mistvieh. Ah, ich hab's mir doch nicht eingebildet. Das ist da drinnen. Eisen. Nice. Okay, wir sind also jetzt hier schön drinnen. Jetzt hier mal hochgucken erstmal. Schauen wir mal, ob da irgendwas ist oder irgendwer. Na, scheint niemand zu sein. Vielleicht da hier hinten. Ach, geht's drauf. Die ganzen Materialien sind halt wichtig. Die muss ich auf jeden Fall einsammeln. Ah, ich glaube, hier muss ich rüber. Okay, da muss ich gleich nochmal unten lang gehen, weil ich hier unten auch noch einen Weg hatte. Den würde ich mir auch gerne noch angucken. Ich höre dich. Ist hier draußen noch irgendwas? Hier sind irgendwo da unten bestimmt, oder? Ich höre seine Schritte. Mistviecher. Achso, man könnte hier auch rausgehen, oder? Ich glaube, die Maussensibilität ist tatsächlich sehr, sehr gut eingestellt hier. Habe ich kein Problem mit. Hätte erst gedacht, dass ich sie vielleicht noch ein bisschen höher schrauben muss, aber ich denke, das sollte passen. Ich hoffe nur die ganze Zeit immer, dass der Stream flüssig läuft. Ich werde langsam paranoid, ey. Tschüss, Dude. Ich sollte vielleicht nicht immer so verschwenderisch mit meiner Muni umgehen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Auch mal bei einem Nahkampf töten oder sowas. Hier ist ein Park, also so ein Hinterhof. Ah, das war mein Big L Storage and Warehouse. Okay. Was ich nehmen kann? Nee. Gut. Ah, okay. Also ich hätte man hätte auch da oben lang gehen können. Ich bin jetzt, dadurch, dass ich hier durch die Gegend gelatscht bin, halt unten durch den, durch das reingekommen. Okay. Ja, man muss auch hinter die ganzen Sachen gucken. Oh, Mann. So many things to take. Kann ich eigentlich? Ah, gut, okay. Ich stelle mich dann nur so dahinter, alles klar. Achso, das ist jetzt die andere Seite schon. Okay, ich möchte mich aber erstmal noch hier oben umgucken.
Ja, genau deswegen nämlich. Und vielleicht gibt es hier auch noch. Ah, eine Truhe. Ui. Eisen, Altmetall. 56 Altmetall. Uiuiui. Da ist ordentlich was drin in den Dingern. Die Schatulle kann ich nicht aufmachen, ne? Da unten ist nichts, aber das lässt mich trotzdem. Macht es mir ein bisschen Angst. Aber wir gucken mal. Glaube, hier kommen bestimmt noch irgendwo Viecher raus, oder? Ich glaube nicht, dass das hier so ruhig bleibt. Oh Gott, hier kommt man nur wieder dahin zurück. Nee, danke. Ich bin ja nicht aus Langeweile hier hochgelaufen. Okay, da ist nichts. Tritt jetzt Fairview. Achso, das geht über die Kanalisation. Alles klar. Na dann. Steigen wir mal hinab. Da hinten ist ein Checkpoint. Cool. So, sehr schön. Davon hätte ich gerne noch ganz, ganz viele mehr. Ausruhen. Das Ausruhen an Checkpoint stellt Munition und Drachenherzen wieder her und bringt im Gegenzug alle normalen Feinde der Welt zurück. Oh, okay. Das heißt, es sind jetzt gerade auch draußen wieder alle Viecher da. Na gut, okay. Im Mehrspielermodus belebt das Ausruhen zudem gefallene Verbündete wieder. Alle Spieler müssen den Checkpoint verwenden, um sich darin auszuruhen. Okay, alles klar. Good to know. Ich finde es auch gut, dass es hier erstmal beim Aufstehen rumlägt. Was ist das denn? Okay. Da ist noch einer gewesen. Hab's genau gesehen. Dieser Gestank. Und du bist in der Kanalisation. Was erwartest du hier unten? Den wohlriechendsten Saft auf diesem Planeten? Na, ich glaube mal nicht, oder? Hier ist irgendwo ist noch was. Ach, da hinten ist er. Ich würde sagen, ich habe ihn doch gehört. Da ist noch einer. Aiming! Noch mehr. Oh oh. Ich habe hier gerade eine natürliche Schutzbarriere um mich errichtet. Naja, nennen wir es um mich errichtet. Sie war einfach da. Da hinten ist noch ein Vieh. Ist er tot? Ja, ist tot. Ein Doda, ein Doda. So. Ich höre euch. Band des Wissens. Eigenschaften. Eigenschaften Rang 10. Ein Eigenschaftspunkt verfügbar. Vitalität gibt mir mehr Gesundheit. Kondition gibt mir mehr Ausdauer. Und Schattenpirscher Gegnerwahrnehmung Venus. Okay, ich hätte gerne mehr Vita. Ich glaube, das ist besser. Erstmal. Ach, da. Wow. Wie gemein. Da ist eine Truhe. Ich höre sie. Oh, da hinten ist noch Metall. Das muss noch mit. Stylisch, wie sie sich da immer, wenn man läuft, drüber rollt. Finde ich nice.
Ich kann euch hören. Klar und deutlich. Aua. Aua. Mistviecher. Oh. Oh, shit. Ach, komm schon. Holy shit. Ha! Gut, okay, ich bin tot. Das war eine neue Art von Gegner. Sehr schön. Jetzt muss ich mich da wieder hinkämpfen, ne? Die ganzen Viecher sind wieder da, oder? Jetzt geht's los! Ah, verdammt. Verfehlt. Oh, ärgerlich. Na gut, aber es ist ja nicht weit bis dahin. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt klug wäre, X um die Waffe zu wechseln. Na gut, ich kann ja auch mit dem Mausrad machen, also ganz ehrlich. Das ist viel bequemer. Jetzt das mit X zu machen. Ups. Na, verdammt. Jetzt habe ich ihn. Okay. Uff. Ja, doch, der mehr Damage auf Gegner, die mich nicht sehen, ist halt echt schon hart. So, okay. Dieser komische Dude. Wo ist der Spacko? Oh, shit. Ja, genau damit habe ich gerechnet. Wo ist er? Da ist er. Da ist er tot. Sekundärmuni. Wo ist denn jetzt der Dude, der mich eben gerade getötet hat? Der ist irgendwie nicht hier. Da ist er. Jetzt ist er down. Oh! Noch einer? Ach nee, da ist so ein Vieh explodiert, glaube ich. Oder ist hier noch so einer? Ne, ich glaube, das Vieh ist da nur explodiert. Alter Schwede. Wie werde ich die Verseuchung wieder los? Geht die von alleine weg, oder... Muss ich das dafür nehmen? Ah, okay. Alles klar, dafür ist die zweite Potion da. Alles klar. Ja, der erste Tod hat halt nicht lange auf sich warten lassen, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Holy shit. Sind wieder Gegner. Können Sie hören, da hinten liegt was Lilanes. Das ist schon mal 10 von 10. Hier kommen wir nicht weiter, also gar nicht weiter. Ich wette, das Vieh kommt doch gleich hier durch, oder? Naja, ich wusste es doch. Da kommen gleich noch mehr. Oh, holy. Ja, ne? Krass, wie beweglich diese kleinen Viecher sind.
Ich höre was Großes kommen. Au, au, holy shit. Ich bitte immer noch. Aua. Holy moly. Okay. Holy shit. Und ich bin tot. Alter Schwede. Honey, was ist das denn für ein Vieh? Oh nein, ich musste... Uff. Heiliger Bockmist. Ja, schön, ne? Don't take it... If sees, was? Don't take it if sees. Kann ich vor dem Vieh auch einfach weglaufen, weil das ist halt echt hardcore stark. Ich habe jetzt halt keine, ich muss halt jetzt auch aufpassen, weil ich keine Potions mehr habe. Das ist halt richtig nervig. So. Den treffe ich von hier aus nicht. Hey, Diggi. Tschüss, Diggi. Und tschüss. Okay, also ich muss hinter ihnen kommen, damit ich ihm vernünftig Damage machen kann. Das ist aber übel hart, weil ich übel hektisch werde dabei. Ich meine, klar, das ist natürlich mein Fail, ne? Du darfst da hinten erstmal sterben. Damit du mir nicht gleich auf den Keks gehst und im besten Fall noch in mir explodierst. Wo kommt denn das Vieh her? So, ist jetzt der Dude hier irgendwo? Oh, dieses Geräusch die ganze Zeit, ne? Ist halt auch echt hart. Komm schon. Wo ist der Teleporter-Dude? Irgendwo muss er sein, der Teleporter-Dude. Ich hab kein gutes Gefühl. Okay. Oh, wait. Das ist aber diesmal ein anderer. Der war vorher aber nicht da. Das war vorher aber ein anderer. Sind die random generiert, die Gegner? Endlich vorbei. Vorher war hier ja so ein komischer Archer, der hier durch die Gegend gelatscht ist. Boah, Alter, ich hoffe, der Dude kommt nicht nochmal. Und wenn, dann laufe ich einfach. Ich will nicht nochmal gegen den kämpfen. Puh.
Der darf ruhig wegbleiben. Ich sehe ihn auch nicht und ich höre ihn auch nicht. Boah, bin ich gerade angespannt. Maske des Landstreichers. War der denn gerade? Nee. Gut, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ausrüstung kann ich mich ja später noch darum kümmern. Wow. Ich kann da jetzt nicht durch. Kann das bitte weggehen? Noch so ein Vieh. Nachladen. Wie besiegt er? Ist down. Okay. Was? Oh, holy shit. Wo ist er hin? Da ist er. Oh no. Lass das bitte. Kommen ja noch ganz viele von den Viechern, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Dodge doch! Och nö. Nö, danke. Oh lol, Alter, warum ist der denn schon wieder full life? Fuck. So viele Gegner. Hallo, darf ich mich mal bewegen? Shit. Das ist kacke. Ich bin verseucht. Ich bin so gut wie tot. Oh lol. Jetzt kommt der Dude hier auch noch rum. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich da einfach gehen. Huh. Holy shit. Ich glaube nicht, dass ich... Also, ich mach dem halt keinen Damage, ne? Dem Dude. So, und jetzt bitte sag mir, dass hier irgendwo jetzt ein Checkpoint in der Nähe ist. Oh ja, da ist ein Checkpoint. Checkpoint verwenden. Holy! Du wirkst aber auch deine Ressourcen und Waffen und Ausrüstung wieder aufzuhalten. Dadurch solltest du besser gegen eine schwierige Waffe. Alter. Huh! Besitzen mehr Gesundheit. Die Aufwertung deiner Waffen erhöht deren Schaden. Taffe Gegner schlagen härter zu, Rüstung, Schadensresistenzen verlängern dein Leben, sprich mit Riggs anstatt 13 deine Rüstung und Waffen aufzuwerten. Ja, das möchte ich jetzt auch tun. Alter Schwede.